Europa ist eine Herausforderung, gleichzeitig eine Chance. Wer diese Chance und Herausforderung verpasst, der gehört zu den Verlierern. Europa bedeutet für mich Frieden, Freiheit und gleichzeitig auch das große Glück, in Europa aufwachsen zu dürfen und die Vielfältigkeit zu sehen und das Gemeinsame. Europa bedeutet für mich die große Chance, dass das, was für uns in Deutschland, aber auch in anderen Ländern wichtig ist, nämlich Prosperität, Wohlstand für alle, Demokratie, kulturelle Vielfalt, dass das auch in Zukunft gesichert werden kann. Europa bedeutet für mich Frieden, Wohlstand und gemeinsames Zusammenleben unterschiedlicher Kulturen. Ja, die Zukunft Europa ist derzeit schwierig, weil es ganz viele Bewegungen gibt, die von Europa weg wollen und Europa gleichsetzen mit Regularien, die sie vielleicht nicht gut finden und nicht schätzen. Deswegen ist die Zukunft Europas momentan so ein bisschen abgedunkelt, würde ich sagen. Aber ich glaube, dass man wieder zu positiven Schritten zurückkommt. Pour moi, l'Europe, c'est une grande chance en France d'avoir cet accord avec tous ces pays-là. J'aimerais que ça continue le plus longtemps possible. Je suis née avec l'Europe et je voudrais finir de vieillir avec l'Europe. Es bedeutet vor allen Dingen ein Ende des Krieges. Es bedeutet Freundschaft unter den Völkern, auch wenn sie da und dort heute nicht mehr so ganz dargestellt wird. Aber im Prinzip sind sich die Völker deutlich näher, als sie sich noch in den 60er Jahren waren. Europa bedeutet für mich auch eine wirtschaftliche Einheit, die auch noch besser werden könnte, als sie jetzt ist. Aber insgesamt scheint mir der europäische Gedanke der Gedanke der Zukunft zu sein.